Der Rede hält für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, Frau Ministerin, meine Damen und Herren, liebe Besucher. Vor 10 Jahren rief Bundeskanzlerin Angela Merkel die Bildungsrepublik Deutschland aus. Und wo stehen wir nach 10 Jahren Merkel-Regierung? Statt vor blühenden Bildungslandschaften stehen wir vor einem bildungspolitischen Trümmerfeld, an etlichen Stellen durchzogen von ideologischen Sümpfen. Das ist die traurige Wahrheit. Man kann den Bildungsnotstand in Deutschland nicht zuletzt an seinen Auswirkungen erkennen, wie wir sie etwa anhand der Debatte in diesem Hohen Haus und auch in der medialen Öffentlichkeit in den letzten Tagen erleben mussten. Sie erlauben, Frau Präsidentin, dass ich da eine Minute aushole, aber Sie werden sehen, das hat sehr viel mit Bildung zu tun. Wie da nämlich über die Ereignisse von Chemnitz geurteilt wurde, wie sie zurechtgebogen und zurechtgelogen wurden, wie man von höchster Stelle über die völlig zu Recht protestierenden Bürger diffamierend hergezogen ist, Ursache und Wirkung vertauscht wurden, und wie dann den, der die Verhältnisse völlig vernünftig zurechtgerückt hat, nämlich Herrn Maaßen, wie man den mit heuchlerischer Empörung noch vor den Kadi zerrt und jetzt zur Stunde aus dem Amt zu drängen versucht, das alles ist nicht nur politisch perfide, es ist auch eine Beleidigung für jeden nur halbwegs intakten Verstand. Es ist einer Kultur- und Bildungsnation völlig unwürdig, meine Damen und Herren. Und daher ist es auch eine schizophrene Situation, dass wir hier über den hohen Stellenwert von Bildung, über Exzellenzstrategie, Spitzenforschung und so weiter sprechen, während die Regierungsverlautbarungen, die Staatsmedien und auch die linke Pseudo-Opposition die elementarsten Eigenschaften von Bildung vermissen lassen, nämlich eine funktionierende Urteilskraft, Wahrhaftigkeit, intellektuellen Anstand, auch ein gesundes Selbstbewusstsein als Nation. Ja, wenn Sie nach dem 13. Messermord an Deutschen durch Schutzsuchende, wenn dann die Menschen auf die Straße gehen, dann ist das kein Anlass zum Kampf gegen rechts, liebe Kollegen, sondern ein Anlass, den eigenen Willkommenswahn gegenüber allen, inklusive den Verbrechern dieser Welt, zu überdenken. Das wäre eine angemessene Beurteilung der Fakten. Und wer dazu nicht imstande ist, dem werden auch alle Sprunginnovationen, seien sie noch so toll, nicht weiterhelfen. Und dass es so weit kommen konnte in Deutschland, dass derart die Maßstäbe verloren gegangen sind, das hat nicht nur, aber auch mit dem Niedergang unseres Bildungssystems zu tun. Humboldt-Universität, Humboldt-Forum, bald auch Humboldt-Jubiläum. In einem Land mit solchen Institutionen muss doch das Humboldtsche Bildungsideal auch hochgehalten werden, möchte man meinen. Aber weit gefehlt, wie zum Hohn auf die Allgegenwärtigkeit des Namens Humboldt, hat diese Bundesregierung und die Vorgängerregierungen die Humboldtsche Bildungsidee konsequent zerstört, und zwar durch den sogenannten Bologna-Prozess. In einem Akt der kulturellen Unterwerfung unter ein globalisiertes Studiensystem haben Sie sich, und damit meine ich alle Altparteien, völlig ohne Not von den bewährten deutschen Bildungstraditionen verabschiedet. Sie haben das Studium verschult und modularisiert, die Diplom- und Magisterstudiengänge für einen 3-jährigen Schmalspur-Bachelor geopfert, eine Art zertifizierten Studienabbruch. Nicht zu reden vom international hoch angesehenen Diplom-Ingenieur, den Sie Ihrer Weise abgeschafft haben. Die Universitäten wurden politisch und wissenschaftlich nur schwach legitimierten Akkreditierungsagenturen ausgeliefert, denen Sie auch noch finanziell tributpflichtig sind. Die Professuren wurden mit wissenschaftsfremden bürokratischen Aufgaben überlastet und die Studenten wurden zu output-orientierten ECTS-Punktejägern degradiert, die die berühmte akademische Freiheit nur noch vom Hörensagen kennen. Von der Humboldtschen Bildungsidee, einer Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden, die sich in Freiheit der Erforschung der Wirklichkeit widmen, wo auch die Charakterbildung, die Erziehung zum aufgeklärten, freien Denken eine wesentliche Rolle spielt, von dieser Idee sind nur noch kümmerliche Reste übrig. Und wenn es sie noch gibt, dann nicht wegen der Politik dieser Regierung, sondern im intellektuellen Widerstand dazu, verehrte Kollegen. Und man hat ja nicht einmal die selbstgesteckten Ziele erreicht.
Die bessere Vergleichbarkeit mit ausländischen Studienleistungen ist nicht eingetreten. Die internationale Mobilität der Studenten hat sich gegenüber früher nicht erhöht. Die Wirtschaft kommt nicht schneller zu ihren Uni-Absolventen und auch nicht zu besser Qualifizierten. Im Gegenteil, sie klagt über massiven Niveauverlust. Herr Kollege, erlauben Sie eine... Nein, ich möchte meinen Vortrag zu Ende führen. Die über 100 Millionen Euro zur Weiterentwicklung des Bologna-Prozesses in diesem Bildungshaushalt sollten besser in die geregelte Abwicklung von Bologna fließen. Wir sollten zu Humboldt zurückkehren, meine Damen und Herren. Der zweite Angriff auf die Hochschulbildung erfolgte durch die zunehmende Einschleusung von Ideologie in die Wissenschaft. Wir haben in Deutschland mittlerweile 185 Gender-Professuren, davon 36 allein in Berlin. Und diese Gender Studies betreiben ja nicht einfach Geschlechterforschung, wogegen nichts einzuwenden wäre, sondern sie basieren ja auf einem Dogma, nämlich auf dem Dogma, dass das soziale Geschlecht mit dem natürlichen Geschlecht nichts zu tun habe. Und daher sind sie ein Instrument in der Hand von Lobbygruppen, die mit Ingrimm alles zu zerstören versuchen, was mit der Akzeptanz und Kultivierung natürlicher Geschlechtlichkeit zu tun hat. Und zuletzt, meine Damen und Herren, gab es eine solche Pseudowissenschaft, die auf Dogmatik und Denkverboten beruhte in der DDR, in der Gestalt des sogenannten Marxismus-Leninismus. Wir sind wieder auf dem besten Weg dahin, und deswegen sollte die Förderung von Gender und ähnlich ideologisierten Studies auslaufen. Sie haben schon genug Schaden angerichtet, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. Der Bildungshaushalt 2019 enthält auch Zuwendungen an Institute, vor allem naturwissenschaftlicher Art, die sehr gute Arbeit leisten. Frau Ministerin Karliczek hat auf einige hingewiesen. Aber insgesamt atmet dieser Plan doch zu viel von dem erwähnten Ungeist, sodass die AfD-Fraktion ihre Zustimmung nicht geben kann. Vielen Dank. Nächster Redner, Sven Schulz für die SPD-Fraktion.